Tja, und damit diese Bilder nicht bald der Vergangenheit angehören, entwickeln Wissenschaftler ja schon seit Jahren möglichst umweltfreundliche Alternativen zum klassischen Verbrennungsmotor. Stichwort Elektromobilität, Hybridmotor und so weiter. Jetzt ist aber einem Forscherteam aus Sachsen ausgerechnet beim Thema Benzin eine Sensation gelungen. Sie haben klimafreundliches Benzin entwickelt, und zwar produktionsreif. Das ist der neue Reaktor, der umweltfreundliches Benzin herstellt. Er ist das Kernstück einer komplexen Chemieanlage, die an der TU Bergakademie Freiberg steht. Die einzige ihrer Art weltweit, sagen die Ingenieure hier. Für diese spezielle Benzinsynthese-Technologie, die hier mit spezieller Kühlung für die Reaktoren arbeitet, sind wir eigentlich soweit einzigartig. Und insbesondere für die Anwendung aus Biomethanol momentan wirklich die einzigen, die das produzieren. Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist der Chemieanlagenbau Chemnitz. Seit 2008 wird hier an grünem Benzin geforscht, das nicht nur ökologisch hergestellt werden kann, sondern auch bei der Verbrennung Vorteile mit sich bringt. Was wir jetzt produzieren, ist das diengerechte Benzin. Wir sind aber in der Lage, in der weiteren Entwicklung Benzin herzustellen mit weniger Aromaten, mit mehr Paraffin. Was heißt das? Ich brauche weniger Kohlenstoffatome im Benzin. Damit habe ich weniger Rußpartikel und mehr Wasserstoff. Und damit bin ich dort, wo alle hinwollen. 16.000 Liter synthetisches Benzin wurden bereits hergestellt und sind derzeit bei den großen Automobilherstellern zum Testen. Vereinfacht gesagt sind die Zutaten für den Treibstoff Kohlendioxid, Wasser und Strom. Daraus wird Methanol hergestellt, das in chemischen Reaktionen in Benzin und Wasser zerlegt wird. Das CO2 soll aus Industrieabgasen gewonnen werden. Aber auch aus Abfall ließe sich das Benzin herstellen. Der Müll wird nicht verbrannt, der Müll wird dann wieder in chemische Produkte umgewandelt, das sogenannte chemische Recycling. Das heißt, das, was wir als Wertstoffe im Müll drin haben, Kohlenstoff, Wasserstoff, der kann dann wieder in Form von Methanol oder in Form von Benzin wieder genutzt werden in der chemischen Industrie. Das neue Benzin aus Sachsen soll den CO2-Anteil in der Atmosphäre verringern. Die Anlage könnte mit Ökostrom sogar noch eins draufsetzen, wäre komplett klimaneutral. Die Technologie aus Chemnitz und Freiberg hat nun den Status Industriereife. Wir sind in mehreren Gesprächen, Südamerika, in Nordeuropa, in Mitteleuropa, aber in Deutschland nicht, das muss ich sagen. Sind Sie da enttäuscht? Ja, schwer enttäuscht. Schwer enttäuscht, weil wir mit Fördermitteln aus Deutschland arbeiten, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite unser Geld im Ausland verdienen müssen. Der Chemnitzer Chemieanlagenbau wird trotzdem weiter in Freiberg forschen, damit in 2 Jahren auch Kerosin umweltfreundlich hergestellt werden kann.